Hallo und Servus, wieder zu kochen mit dem Pelikan bei mir im Garten. Heute mache ich was Traditionelles, und zwar Semmelknödel. Und weil es noch einen Spargel gibt, mache ich dazu einen Rahmspargel. Wer mich aber kennt, der weiß, dass ich nicht ganz traditionell bleiben kann. Ich werde die Semmelknödel ein bisschen mit Tomaten einfärben und mit einem Basilikum würzen, so dass wir halt ein bisschen eine italienische Note einbringen und auch ein bisschen eine Farbe aufs Teller. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Und gutes Gelingen beim Nachmachen. Ich habe gesagt, die Semmelknödel färben sich ein wenig mit Tomaten ein. Und zudem habe ich da jetzt ca. 5 Stück Tomaten, sodass wir 4 Liter Flüssigkeit zusammenbringen. Gewaschen, den Stängel entfernt und den kleinen Stiegeln geschnitten. Und jetzt habe ich es aufgemixt und mir dann jetzt da noch. Ich habe da einen Esslöffel circa Tomatenmark, den geben wir sie da dazu und mischen wir sie noch ein, damit wir eine schöne Farbe in die Knödel zusammenbringen. Nachdem wir jetzt das aufgemixt haben, können wir auch wirklich klassisch weiter tun mit unseren Semmelknödeln. Und zwar habe ich da ein Viertel Kilo Knödelbrot, das würzen wir sie mit einer guten Prise Salz. Pfeffer ein bisschen Muskatnuss und ich habe gesagt, statt Petersilie nehme ich ein Basilikum. Dann kommt noch eine, zwei Eier, und ungefähr ein Esslöffel, anderthalb Esslöffel Mehl. Und dann noch unsere gemischten Tomaten als Flüssigkeit. Wer dann glaubt, der hat noch zwei Flüssigkeit, der kann gerne noch ein bisschen Milch dazu geben. So mancher würde jetzt vielleicht da sagen, ja, in einem richtigen Semmelknödel gehört ein angerester Zwiebel dazu. Wenn man die Knödel am selben Tag verbracht, kann man das gerne machen. Wenn man es am selben Tag nicht aufbracht, dann lasst man das bitte weg, weil der Zwiebel gerne einmal oxidiert und dann werden dann die Knödel gleich schlecht. Die Masse habe ich da jetzt ein paar Minuten stehen lassen und durchziehen. Und jetzt habe ich da so kleine Knödel geformt. Das macht man ein bisschen mit nassen Händen, weil da werden schon glatt. Und die Knödel werden jetzt dann in Salzwasser gekocht. Das Knödelwasser kocht jetzt schon ganz leicht. Und wir geben noch eine Prise Salz rein. Nebenbei habe ich mir da jetzt schon Zwiebel ganz leicht angeröstet in einem guten Olivenöl. Da tun wir sie jetzt den Spargel, den grünen, rein. Da habe ich natürlich wieder die holzigen Stickerl, die holzigen Enden weggeschnitten und habe mir mundgerechte Stickerl geschnitten, nachdem ich ihn gewaschen habe. Und den lassen wir da jetzt ganz kurz mitbraten mit unserem Zwiebel. Dann rückt ein bisschen zur Seite schieben. Das geht sich alles aus. Während da unser Spargel ein bisschen anbrät, können wir unsere fertig gedrehten Knödel schön ins kochende Wasser geben.
So. Ja, gehen sie da nicht aus rein. Aufpassen beim Knödelkochen bitte. Nie einen Deckel drauf geben. Knödel sollen immer ohne Deckel kochen. Der Spargel ist jetzt schon recht schön anbraten und wir können mit einer Brühe ein bisschen ablöschen. Dann gleich würzen mit Salz. Mit Pfeffer und mit einer Prise Muskatnuss. Und so lassen wir jetzt weich dünsten. Dazu haben wir einen Deckel drauf. Und das Ganze dauert jetzt ungefähr 15 Minuten. Da in dem Bereich eher 5 Minuten und dann kann man fertig machen. In der Zwischenzeit kochen sie unsere Knödel, das wird dann alles fertig. In der Zwischenzeit ist unser Spargel weich geworden und die Flüssigkeit hat sich einreduziert. Das heißt, wir können jetzt den Spargel auf Seiten schieben, weil jetzt soll er dann nicht mehr kochen. Lassen ihn ganz leicht überkühlen. Jetzt kommt der Rahm dazu. Ich habe da ein Becher Sauerrahm. Dann mischen wir sie da jetzt noch rein. Gewürzt haben wir schon. Die Brühe, was ich da zuerst gehabt habe, das war eine Gemüsebrühe. Das wird jetzt noch gemischt. Wenn das alles schön durchgemischt ist, schön rahmig ist, die Sauce, dann können wir anrichten auch schon. Der Spargel ist fertig, fein in der Rahmsauce. Die Knödel sind fertig gekocht und schwimmen schon. Das ist einmal ein gutes Zeichen, dass sie durchgekocht sind. Das heißt, wir können anrichten. Da haben wir sich ein bisschen was von unseren wunderbaren Rahmspargel auf das Teller. So. Und dann nehmen wir einen Knödel. Und wir haben wieder ein super Gericht, ein buntes Gericht, einmal rote Säumenknödel, ein bisschen italienisch angekocht, ein bisschen mediterran und dazu einen ganz feinen, cremigen Rahmspargel. Wie immer wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen dazu. Weil es mir nicht wurscht ist, wovon ich satt wir. Ich gehe jetzt essen, Mahlzeit. Und wenn du mir einen Daumen da lässt, freue ich mich natürlich sehr. Vierte.